Hallihallo, ich bin mal wieder da mit einem Haul. Und zwar, ich habe wieder bei Dorin Beats bestellt. Für mich und meine liebe Birgit ist diesmal ganz viel dabei. Und einen Teil habe ich Birgit auch schon zugeschickt. Und dann habe ich noch zwei Bestellungen aus dem Internet bei eBay bestellt. Und ja, da kann ich euch die ungefähren Preise auch sagen. Also nicht für pro Teil, aber ich weiß, dass jedes Teil unter einem Euro war. Oh, Entschuldigung. Und den ungefähren Endpreis kann ich euch immer sagen. Ich würde mal sagen, ich fange mit eBay an und danach mit Dorin Beats. Und zwar in einem Shop. Da habe ich ganz viele Steinchen bestellt zum Aufkleben. Und zwar sind alles zweifarbige. Es war ein bisschen umständlich, das zu finden, aber ich habe sie gefunden. Und das müssten alles 3 bis 4 mm Steinchen sein. Einmal hier in so einem Blau und Schwarz. Das kann man jetzt ganz schlecht sehen. Naja, vielleicht kann man es so ein bisschen erahnen. Blau-Schwarz ist es auf jeden Fall. Da. Dann in Grün-Gelb oder Türkis-Grün-Gelb, Türkis-Grün-Gelb, so. Auf jeden Fall zweifarbig. Fand ich mega schön. Dann hier in so einem Rosé-Pink. Da sind, glaube ich, immer jeweils 400 Stück drin. Und hier in so einem Türkis-Rosa. Ja, ist blöd, dass manche auch echt auf dem Kopf liegen, aber lässt sich ja nun mal leider nicht vermeiden. Oh, ich friere schon den ganzen Tag. Sagt mal, Leute, ist das bei euch auch so kalt? Oh, ist ja furchtbar. Dann hier in so einem, ja, orange, gelb, türkis. Also, ja. Sind 10 verschiedene, hatte ich da jetzt bestellt. Dann haben wir hier einmal gelb-rot. Sieht zwar orange aus, es ist aber rot. Dann so ganz, ganz helles Blau mit ganz hellem Rosa. Und hier einmal so ein dunkleres Grün mit Pink. Fand ich auch sehr hübsch. Viel mehr Farben hat er auch gar nicht drin, nur verschiedene Größen. Aber reicht ja auch. Dann haben wir hier noch einmal schwarz-pink. Und aus diesem Shop dunkelblau mit grün. Und das sind 10 verschiedene. Und für diese 10 habe ich insgesamt, ich glaube, 8,30 € bezahlt. Also nicht ganz, also 83 Cent, glaube ich, pro Packung. Irgendwie so in dem Dreh. Nicht viel. Ja, genau, 83 Cent. Bäm. Gut, Cordia, alles klar. So, dann habe ich aus einem Shop, aus dem habe ich jetzt auch schon ein bisschen öfter bestellt, eine ganze Menge ersteigert. Und ich räume das mal hier beiseite, dass man das hinterher so ein bisschen auseinanderhalten kann. Ja, dass ihr das ein bisschen seht. Und da habe ich so ein bisschen so, ja, andere Sachen bestellt mal. Und zwar fange ich jetzt mal an. Das ist einmal hier so eine, ja, das nennt sich, so also eine Kette ist das. Da sind so kleine Bälle bei, mit so einem in Bronzefarben, mit so einem Eulenanhänger. Ich hole die mal raus, weil das so eine ganz kleinere Tüte ging auch wirklich nicht. Also ehrlich. Also das ist so eine Eule. Und die kann man öffnen. Hier. Und dort kann man eine. Da ist wieder dieses Reis zum Trocknen hier überall drin. Also ehrlich. Entweder kann man da eine Klangkugel reintun. Die haben es aber verkauft für so ätherische Öle. Und zwar macht man die dann hier auf diese Bälle, tut die hier rein und macht das dann wieder zu.
So, und hier kann man dann auch noch Strasssteinchen reinsetzen. Und wo ist die Kette? Hier ist die Kette dazu. Und dann, ja, hat man eine Kette und dann kann man sich das umhängen. Genau. Oder eben eine Klangkugel reinmachen. Ich mache das nicht mit den ätherischen Ölen. Ich wollte da Klangkugeln reintun. Oder Perlen, bunte. Ja, genau. Haben sie sich auch wieder mal was super Tolles einfallen lassen. Also eine Mini-Tüte für eine dicke Eule. Wie gesagt, bronzefarben. Und das hat alles auch deutlich unter einem Euro gekostet. Also ich habe meistens immer so um die 30, 40, 50 Cent bezahlt. Mehr nicht. Dann habe ich hier noch einmal so ein Band, so ein glitzerndes. Und zwar, ja, nehme ich das ja für die Resin-Teile, um das daran zu machen. Ja, gefällt mir total gut und es sieht auch an den Teilen echt schön aus. Dann habe ich nochmal sowas mit so einer anderen, so mit so einem anderen Anhänger. Ich versuche den mal hier rauszukriegen, ohne das hier alles. Oh, ja. Es ist so, ja, dunkles Metall ist das. Das ist so mit so Flügelchen. Genau, auch wieder diese Bälle dabei, die man mit diesen ätherischen Ölen tränken kann, um die dann da reinzumachen. Wie gesagt, muss man nicht, man kann das ja auch so lassen. Ja, ich hole die am besten mal sofort als erstes, dann habe ich den gleichen nochmal in Silber und so Flügelchen dran. Na, scharf stellen will der heute auch nicht. Ah, jetzt, ja. So, genau. Und dann ein, müsste ich noch haben, ein oder zwei. Ja, genau, zwei. Genau. Dann noch so eine Eule hier, so eine große. Genau, auch in Bronzefarben. Und wo ist die letzte? Da. In die gleiche Eule nochmal in Silber, die ich eben in Bronze hatte. Jetzt kann man die halt durch diesen Bömmel hier so schlecht sehen. Ja, kann man so, kann man ein bisschen blöd sehen. Hier ist die andere Eule noch. Genau. Auch immer jeweils mit einer Kette dabei. Fand ich ganz niedlich. Na, geht zu. So. Dann habe ich verschiedene Schmuckanhänger bestellt. Oder ersteigert für diese Druckknöpfe, für dieses Druckknopfsystem sozusagen, wo man diese verschiedenen Druckknöpfe drauf klicken kann. Und zwar einmal so ein mit Pink und Rosa. Den gleichen habe ich auch noch mal mit weißen Steinchen. Und jeweils kann man dann immer eine Kette da dran machen. Sind Kettenanhänger. Dann ein Herzchen. Ein pinkfarbenen Schmetterling. Genau. Ein weißen Schmetterling. Also mit klaren Glitzersteinchen. Und dann ein, ja, Kreuz mit roten Steinchen. Fand ich auch sehr, sehr süß. Ein Anhänger mit so pinkfarbenen Steinchen. Und der ist relativ groß, sieht man ja. Aber gefällt mir auch richtig gut. Dann so einen hier mit so... das Rot? Nein, das ist dunkles, ein dunkles Pink. Ja, so. Dann haben wir einen Kitty-Anhänger mit weißen klaren Steinchen hier oben. Und einen Kitty-Anhänger mit roten Steinchen in der Schleife. Dann habe ich von diesen noch zwei Armbänder. Einmal in so einem Türkis und das glitzert auch. Ich weiß nicht, es kommt jetzt so, ja, so ein bisschen Silberglitzer ist damit drauf.
Und einmal hier mit so Blumen, so in Grau, Türkis, Weiß, genau. So, dann habe ich für mich noch eine Kette für Halloween oder für die Herbstzeit jetzt, 31. Oktober, mit einem Cabochon gekauft. Das ist eine Kette und ein Anhänger. Fand ich sehr süß, mal was anderes. Und ja, und jetzt habe ich noch Perlen. Das sind dann einmal die so 4 mm Perlen. Aber die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also die finde ich nicht so schön, wie sie auf dem Bild aussahen. Weiß nicht, vielleicht gefallen sie euch ja. Also die möchte ich nicht behalten. Genauso wenig wie die. Die gefallen mir auch nicht so gut. Achso, in diesen Perlen waren 100 Stück, glaube ich, oder 150. Und hier sind 50 drin. Oder? Ja, ich glaube 50 oder 40. Obwohl die, finde ich, gehen noch. Das sind 8 mm und das sind 4 mm Perlen. Obwohl, die gehen eigentlich noch. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber die anderen, die mag ich irgendwie nicht. Die habe ich mir anders vorgestellt. Schade. Ja, dann habe ich, wie soll es anders sein, noch Flatbacks. So Blumen. Da, also die habe ich irgendwie zweimal ersteigert. Oder ich weiß es nicht. Blümchen zum Aufkleben. Finde ich auch sehr, sehr süß. Und Birgit, wenn du jetzt irgendwas siehst, was dir gefällt, ne, melde dich bei mir. Ich komme bald. Dann bringe ich dir was mit. Genau, so. Und die habe ich irgendwie zweimal ersteigert. Da sind auch jeweils 100 Stück drin. Habe ich auch genug erstmal. Und dann, wie soll es anders sein, auch nochmal einmal diese Jellies. Es müssten auch 3 mm Jellies sein. In diesem Roséfarben habe ich zweimal. Ja, die finde ich richtig schön. Dann habe ich gelbe Jellies, auch zweimal. Die Farbe finde ich auch richtig schön. Also die sieht richtig gut aus, die Farbe. Dann habe ich, an Jellies war es das schon immer. Ich finde, die sind immer sehr, sehr schwer zu kriegen. Also falls ihr für mich da mal einen Tipp habt oder wo ihr die so kauft oder einen Link, das wäre echt nett. Dann habe ich so Halbperlen mit so einem Ölglanzfilm drauf in dunkelblau. Die habe ich auch schon mal gehabt, aber wie gesagt, solche Steinchen kann man ja nie genug haben. Dann habe ich die so in, ja, so Lachs, ja, so ein Orange, Gelb, Lachs, ich weiß es nicht. Aber finde ich auch richtig hübsch. Die Farbe habe ich auch noch gar nicht. Dann habe ich noch welche in Rosa, Halbperlen. Die haben auch einfach nur so einen Perlmutt-Schimmerglanz, also nicht so ein Ölglanz. Die schimmern auch nicht in mehreren Farben. Dann habe ich aber welche in Weiß. Die haben so einen Ölglanz drauf. Die ja, schimmern in anderen Farben noch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Ich glaube nicht. Aber weiße Steinchen habe ich auch noch gar nicht. Und das sind jetzt also meine ersten. Auch nicht schlecht. Dann habe ich noch welche in so einem ja, leichten Mintgrün. Sind übrigens alles, müssten alles 3 bis 4 mm sein. Das sind eigentlich meine Standardgrößen. Ich kaufe selten andere Größen. Es sei denn, bestimmte gibt es nicht in der Farbe. So. Dann habe ich noch ganz normale schwarze neue. Kann man ja auch immer mal gebrauchen, schwarz. Dann habe ich schwarze auch mit diesem bunten Schimmer drauf. Das sind jetzt aber 8 mm, oh, das kann man gar nicht sehen. 8 mm. Ja, genau. 8 mm sind das. Und die letzten, die ich jetzt noch habe, sind auch 8 mm in hellblau.
Genau. Ja, und dieser ganze Berg hier hinten hat insgesamt 13,42 € oder so gekostet. Ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Da müsste ich jetzt im Internet gucken, aber es war auf jeden Fall irgendwas um die 13 €. So, dann auch das einmal zur Seite. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die ganzen Sachen reinräumen soll. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Dann geht es weiter mit Doreen Beats. Also von meiner lieben Birgit. Die Sachen, die sind da jetzt nicht mehr mit bei. Die habe ich schon woanders hin. Also die habe ich schon extra gepackt, weil ich ja jetzt auch bald hinfahre. Und aber im Großen und Ganzen hat sie ähnliche Sachen gekauft wie ich auch. Kann ich euch gleich auch dazu mehr sagen. Also einmal habe ich hier diese, hole ich mal raus. Das sind immer die Beutel. Also immer ein Beutel. Na, immer so ein Klarsichtbeutelchen und so ein Papier dazu, wo man halt die Ohrringe drauf machen kann, die man so gemacht hat. Und dann kommen die halt in dieses kleine Beutelchen rein. Und ja, ich wollte ja erst nicht zum Markt gehen, zum Weihnachtsmarkt. Ich habe mich jetzt aber doch für einen angemeldet. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Anfang November ist der Weihnachtsbazar. Und ja, mal schauen. Genau, da sind 50 Sets drin. Ne, 100 sogar. Oha, ich dachte, es sind nur 50. 50, 100 Sets mit dieser Nummer. Na, so. B19 059. So. Dieses unhandliche Ding hier wieder zumachen. Dann habe ich mir Perlen gekauft und zwar in so regenbogenfarben. 100 Stück sind da drin mit dieser Nummer. Dann Ohrringe und zwar Ohrstecker. Das sind immer diese Stecker mit diesen Platten und diesen Gummistoppern dazu. 800 Stück sind das, also 400 Paar mit der Nummer. Und wo die Platte etwas kleiner ist, die habe ich der lieben Birgit nochmal mitbestellt. Da ist die Platte, glaube ich, nur 3 mm oder 4 mm groß. Das ist hier jetzt 6 mm oder 8 sogar, ne, 6. Genau. Dann habe ich mir nochmal Ohrstecker eine Nummer kleiner bestellt. Einmal oder habe ich die zweimal? Ne, einmal. Und zwar sind da 150 Stück drin mit dieser Nummer. Und die haben eine Fläche von 4 mm, diese Klebefläche. Also für etwas kleinere Ohrringe gedacht. Ja, fand ich auch ganz gut. Dann habe ich aus dem Sale mir Lederbänder bestellt. So ein Mischbeutel ist das, Velourleder. 10 Stück in verschiedenen Farben mit dieser Nummer. So, dann habe ich, was ist das denn? Ah ja, das sind Charms. Wie soll es anders sein? Irgendwie landen bei mir immer Charms mit im Einkaufswagen. Und zwar sind das kleine Monde mit Sternen. Und der Mond hat sogar ein Gesicht. Und ist beidseitig. Also die fand ich auch sehr schön. Da sind drinne 120 Stück mit dieser Nummer. So, oh, Entschuldigung. Dann habe ich schon mal für Weihnachten, die hole ich jetzt nicht raus, ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, Tannenbäume, Charms, Tannenbaum-Charms bestellt. 20 Stück mit dieser Nummer. Ja, ist auch sehr schön. Dann habe ich einen Perlenstrang bestellt. 4 mm, 4 mm, ne, 6. 6 mm, 4 oder 6? 6, glaube ich. Ein Strang mit dieser Nummer. Und die sind auch total hübsch. Also die muss ich sagen, die gefallen mir richtig gut. 6 mm sind es. Ja. So matt und ja. Dann habe ich Ringrohlinge bestellt.
für Cabochons. So. So sehen sie aus. Für so etwas größere Cabochons. Genau. Und da sind drin, ich glaube, 5 Stück. Ja, 5 Stück dieser Nummer. Und natürlich, wie soll es anders sein, Cabochons. Und zwar sind das, die habe ich zweimal gekauft, weil sie im Sale waren. Und das sind welche mit so einer Glas, also es ist aus Harz, sind sie, die sind nicht aus Glas. Es ist aus Harz gegossen, sie sind, haben so eine Kuppel oben drauf und sie haben so verschiedene Muschelsplitter in bunt da drin. Genau. Und die waren, glaube ich, auch im Sale oder in irgendeinem Deal und auf jeden Fall haben sie mir super gut gefallen, fand sie nicht so teuer, obwohl sie immer noch einigermaßen teuer sind. Aber die mussten dann halt mit und die habe ich mir dann, wie gesagt, zweimal bestellt. Dann habe ich solche Ovalen zum Steinchen zum Aufkleben, Flatbacks in ja, so weiß, hellweiß, transparent, 100 Stück mit dieser Nummer. Und die sehen so aus. So. Genau. Fand ich auch richtig schön. Sieht so ein bisschen wie gefrostet, also wie gefrostet, die haben, ja, nee, genau, wie gefrostet, also wie gefroren aus. Ja, finde ich auch richtig hübsch. Wie gesagt, 100 Stück da drinne, falls es noch jemand noch mal sehen möchte, diese Nummer. So, und dann habe ich noch einmal so runde Cabochons, Flatbacks. Solche sind das auch in Harz, aus Harz. Oh. Und da sind drin 50 Stück mit dieser Nummer. So, das war Bestellung Nummer 1. Jetzt habe ich noch eine etwas kleinere Bestellung Nummer 2. Und der ein oder andere wird jetzt sicherlich gleich lachen, wenn er das sieht. Aber ja, ich habe es getan. Und zwar, ich habe Organza-Säckchen bestellt. Der ein oder andere weiß jetzt, worauf ich anspiele. In dieser Größe hier sind 10 Stück drin. Na, mit dieser Nummer. Und sie sind weiß mit so bunten Blätter. Skelettblättern drauf. Genau. Dann habe ich mir die gleichen nochmal bestellt in Türkis. Die sind auch ein bisschen kleiner, die sind nur so groß. Ja, das ist so ungefähr. Da sind 20 Stück mit dieser Nummer drin. Dann habe ich mir so Blütenkelche bestellt. Und zwar wollte ich davon Engel machen. In verschiedenen Farben. Und 50 Stück mit dieser Nummer. Brauche ich auch nicht, weil ein paar habe ich auch noch. Also wenn da jemand ein paar haben möchte oder so, wie gesagt, kann er sich gerne bei mir melden. Dann habe ich kleine Hexenhüte in Bronzefarben bestellt. Finde ich auch richtig hübsch. 50 Stück mit dieser Nummer. Und zwar sind sie nicht süß. Ich finde sie so niedlich. Finde die richtig klasse. Ich musste sie einfach haben. Ich fand sie echt mega süß. Schockverliebt nennt man sowas, glaube ich. Ja, dann habe ich nochmal solche Flatbacks oder Cabochons. 50 Stück mit dieser Nummer. In Blau, also sind die diesmal. Sehen auch echt hübsch aus. Dann habe ich mir noch Ketten bestellt. Bronzefarbene Ketten. 12 Stück sind hier drin. Nichts Spektakuläres mit dieser Nummer.
So, und das letzte Teil. Birgit, Sie sind da. Unsere Perlen, unsere Dreieckigen für die Perlen zum Sortieren und für diese mini kleinen Strasssteinchen, wenn man was zum Aufkleben sucht. Und ja, habe ich bestellt. Sind 20 Stück drinne. 20 Stück braucht kein Mensch. Also ich jedenfalls nicht. Obwohl, wenn man so auf dem Markt. Naja. Nein, aber die wollte ich mir mit der lieben Birgit teilen. Und ja, da der Versand bei mir irgendwie immer ein bisschen schneller geht, habe ich die bestellt. Und das ist diese Nummer hier. Och, die kann man ja ganz schlecht erkennen. Hier, was ist denn das? B09156. Eine 6 soll das sein. 20 Stück. Ja, so, das war's. Das war meine Bestellung von Doren Beats, sowie die Bestellung bei eBay. Und ja, schön, dass ihr zugeschaut habt und ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann, tschüss.